Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, wo waren wir gerade bei? Wir waren gerade auf dem Rückweg und wollten noch ein bisschen Glas craften. Außerdem wollten wir noch mal ein bisschen gucken, kann man noch Eisen herstellen? Ja, ein bisschen was geht noch, brauchen wir tatsächlich auch. Will zur Nacht hin auf jeden Fall noch mal eine neue Axt haben. Das heißt, wir machen die fix fertig und dann gucken wir nach Glas. So, dafür müssen wir jetzt mal gucken. Obwohl, die fand ich ja doof. Ich hätte ja gern die hier. Dafür muss ich aber erstmal ein normales Bruchglas herstellen. Bruchglas. Aha. Das finde ich seltsam. Ach so, ich kann Glas natürlich einschmelzen. Ja, macht Sinn. Ne? Bruchsand. Kann ich sonst irgendwie Glas herstellen? Eine Glasscheibe. Ja, aus Glas selber. Ha, 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 ha. Zerbrochenes Glas mache ich auch aus Glas. So, die Frage ist, wie kriege ich hier Glas rein? Außer mit Glas. Ich habe hier ganze 10 zerbrochenes Glas und hier eine so eine pimmelige Glasscheibe. Und dann habe ich ein bisschen Blei. Mit dem bisschen Blei kriege ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was hin. Gehen wir mal. Dann müssen wir die natürlich erstmal hier reingehen. Oh, da ist doch wer. We've got company. Da vorne ist er. Frustriert haut er wieder ab. Komm her, du Drecksblag. Yeah. So. Anyone else want some? Scheint mir nicht so. Zack. Schicht im Schacht. Kann es aber nicht geben hier. So. Dann schmelzen wir erstmal ein bisschen Glas ein. Das geht zum Glück recht schnell, aber ich muss doch irgendwie auch noch Glas herstellen können. Wir gucken mal. Überall brauche ich Glas, 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 Glas. Ich glaube, ich kann das mit Stein tatsächlich machen. Also mit Kies. Ist doch echt noch einer. Habe ich hier noch Kies? Nö. Wer macht denn hier schon wieder Alarm? Ne? Ist hier schon wieder um die Ecke? Da ist er ja. Oh, gleich ein paar mehr. Big Shot ist auch da, ne? Ist ja herrlich. Bums. Ruhe. Wow. Was war das denn? Scheiß Grafikfehler, alter Vater. So. Bums. So, noch jemand? Jetzt ist tatsächlich Ruhe. So. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt Kies her? Ich könnte mal versuchen, hier ein bisschen tiefer zu buddeln, aber da bin ich ja morgen noch nicht fertig. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich was. Scheint mir erstmal nicht so. Hm. Also ein bisschen Glas wäre halt schon schön, ne? Wahrscheinlich muss ich dafür wieder in die Wüste gehen oder so ein Scheiß. Das wäre ganz schön doof. Hier kommt eine ganze Weile gar nichts. Nö. Da haben wir dann auch schon Stein. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie uns wieder rausbuddeln. Hm. Wäre wahrscheinlich in der Wüste tatsächlich einfacher. Ja, ich glaube, da gibt es erstmal keinen Sand. Ich weiß spontan auch nicht, wo hier Wüste wäre. Ich guck mal gerade auf die Karte. Ist schon irgendwie im Blick. Nö, nö, nö. Nö, nö. Also wahrscheinlich hier unten irgendwo.
Aber bis ich da angekommen bin, ist auch übermorgen, glaube ich. Ich glaube, unseren Glasplan müssen wir erstmal verschieben. Außer ich habe hier noch irgendwo Bruchsand rumliegen. Ich bezweifle es. Nö, 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 nö. Lehmige Erde. Nö. Hier irgendwas. Nö, nö, nö. Nö. Und vor allem hier auch nö. Gut, dann bauen wir uns wohl doch erstmal ein Dach. Und später dann. Fenster. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt erstmal eine Axt. Oh, ich könnte auch demnächst mal Stahl herstellen. So, die machen wir erstmal fertig. Ich hätte auch einfach die reparieren können. Moment, hier drücke ich mal ab. Das ist doch wesentlich sinniger, die hier wieder flott zu machen. Was hat es jetzt gekostet? Zwei Eisen. Das ist definitiv besser. So, wie bauen wir denn das Dach? Ich würde sagen, wir ziehen da erstmal ein bisschen Holz rum. Und dann machen wir ein Steindach. Gibt's da? Oh. Dachvorsprung. Nee, Dachvorsprung wollen wir ja nicht. Holzrahmendach. Dachvorsprung, Dachvorsprung, Dachvorsprung. Ziegeldachvorsprung. Stone and Clay wär's. Holzrahmenrampe. Wir gucken mal hier. Was habe ich denn? Holzklotz ist ja auch geil. So einmal rundrum oben auf dem Haus wäre cool. Ich glaube, sowas will ich. Wir probieren das mal. Wir gehen mal erstmal zurück. So, wo haben wir... Laufe ich da richtig? Ja. Und dann gucken wir mal. Wir nehmen zur Sicherheit noch ein bisschen Holz mit. Man weiß ja nie, was kommt. Habe ich noch genug Essen bei, ist auch die nächste Frage. Wir drehen nochmal kurz um. Wir haben nur noch dreimal Speck und viermal Getränke. Das ist nicht die Welt. Vor allem, wenn wir jetzt nochmal essen. Dann ist hier gleich Schicht im Schacht. Was haben wir denn hier noch drin? Das ist nochmal ein bisschen was. Und ja, wir tauschen mal den roten Tee. Ist dann auch okay. Und haben auch genug Trank. Und ich glaube, da lag tatsächlich noch eine ganze Menge im Dings hier drin. Im Klo. In meinem ultimativen Wasseraufbewahrungs- Behältnis. So, wir haben noch eine Menge Stein. Wir haben noch ein bisschen Holz. Und wir haben eine Tote. Rappel. Der hat gesessen. Penner. Mit Anlauf in die Fresse geschlagen. So, nehmen wir auch gleich mit. Hoffen immer noch auf ein bisschen Blei. Das werden wir nachher auf jeden Fall noch brauchen. So, und ich glaube dann, nach der Blutnacht machen wir uns dann auf den Weg gen Wüste. Wir brauchen eine Aloe Vera. Dann können wir das gleich mitmachen. Vielleicht finden wir unterwegs gleich mal eine Farm. Die brauchen wir nämlich auch noch. Wir brauchen ein bisschen Saat. Irgendwo wird sich hier schon was finden. Ja, nun mach mal Lockerkeule. So, noch ein bisschen Jogging hier. Zack. Ich finde die Brücke immer noch cool. Also links und rechts ein Geländer wäre halt noch ganz nett. Wo man hier wahrscheinlich cool die Zombies dann runterkicken kann. Wobei man schauen muss im Eifer des Gefechts, dass man da nicht selber runterfliegt.
Ist aber auch noch alles unwegig. Meine Fresse. Da müssen wir dran arbeiten. Auch wenn man hier hochkommt, ist das schon mal ganz schicki, oder was? So, jetzt haben wir hier unsere Holzteile. Wo liegen sie denn? Da. Zack. Ja, coolio. So in der Art habe ich mir das so vorgestellt. So, wenn ich die jetzt. Schade. Ich hatte gehofft, ich kann die so drehen, dann hier so drauflegen. Das wäre halt weit cooler gewesen. Aber ist leider immer gleich. Schade. Nichtsdestotrotz. Ups. Werde ich die, glaube ich, hier anstatt der Steinteile machen. So. Ja, bleibt locker. Ist auch schon wieder 19 Uhr, meine Fresse. Das ging flott. So, den weg. Mit denen hier das gleiche. Bauen wir uns hier gleich noch ein Feuerchen, damit wir ein bisschen Licht haben. Ich hätte das Fett mitnehmen können. Hätte ich hier auch gleich Kerzen hingesetzt. Das war dumm. Und ich weiß immer noch nicht, ob Blutnacht wird. Naja. Schauen wir mal. Zack, zack. Das ist doch ganz schicki. Ich glaube, hier reicht mir das auch. Da muss ich das jetzt nicht unbedingt drin haben. Und habe ich hier noch meine Holzkästen. Die haben wir hier jetzt oben drauf. So. 5, 6. Boah, das passt ja alles easy. So. Hier wird es wahrscheinlich schon schwieriger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na komm. 1, 2, 3, 4. Hält das? Jo, sauber. So, einmal upgraden. Da komme ich sonst gleich nicht mehr ran. Zack. Ich glaube, hier gönnen wir uns auch gleich zwei. Ja, so machen wir das. Und einmal rüber. So, machen wir das jetzt. Ein bisschen von außen. Na? Na super. Genau so wollte ich es nicht. Dass da die Zombies durchkommen, ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Da müssen wir uns nochmal was überlegen. Zack. Zack. Und zack. Oh, bitte. Mach mal weg. Entfernen wir hier noch ein Bäumchen. Die sind eh noch im Weg. Obwohl, wir haben ja noch einige da. Können eigentlich auch die hier nehmen. Ups, sowas nicht gedacht. Ja, 152 ist ein bisschen was. Damit kommt man ein bisschen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Dach nachher baue, aber wir schauen mal. Ich glaube, wir machen ja auch noch Fachwerk irgendwie draus. Reißen wir nochmal wieder ein paar Mauern ein. Obwohl das eigentlich jetzt so unstabil ist, aber wir brauchen ja eh noch eine zweite Reihe Steine auf kurz oder lang. Dann wird das schon. Ne, braucht ja nur in der ersten Reihe Fachwerk sein. Das wird. So, haben wir noch ein bisschen Torf da oder so? Ne, überhaupt nichts. Dann machen wir uns so erstmal ein Feuerchen, damit wir gleich noch was sehen. So, vorerst geht das. Kann ich die endlich verheizen? Nein. Ich habe natürlich alle verarbeitet, ich Idiot.
Naja gut, dann holen wir da nochmal ein bisschen Holz. Brauchen wir ja tatsächlich nicht die Welt. So, das brennt eine Weile. Zack, zu die Hütte. 87 Minuten. Easy peasy. So, auf zum Upgraden. Ich bin ein Riesenvollidiot. Unglaublich, wie dämlich ich bin. Ich will hier einen Haufen Kisten upgraden, habe aber kein Holz mehr dabei. Echt clever, Markus. Meine Güte. So, von allem ein bisschen. Soll ja ein bisschen schicki bleiben hier. Oh, das hätte auch daneben gehen können. So, wie viel haben wir jetzt? 300. Ja, bei 500 gehen wir mal hoch. Und du auch noch ein bisschen. Ja. So. Jetzt sollten wir noch schon mal ein ganzes Stück weiterkommen. Upgrade Time. Ich hätte mir vielleicht noch mal so einen scheiß Hammer bauen können, ich Idiot. Ich glaube, mit dem geht das auch noch schneller. Kann ich den so bauen? Oder brauche ich da eine Werkbank für? Clownhammer. Ja, kann ich sogar so machen. Herrlich. Wie lange braucht der? 52 Sekunden. Ich wollte das ja auch noch doppelt upgraden. Ich hätte auch so eine Holzplatte machen können. Hätte auch cool ausgesehen. Aber zu spät. Außerdem kann man da nicht direkt drauf bauen. Das ist auch voll affig, ey. Ne, ich weiß halt nicht, was man damit dann vernünftig anfangen soll. So, ist fertig? Nö. Also dafür, dass ich gerade ein bisschen in Zeitnot bin, lasse ich mir eine Menge Zeit. Jetzt ist er fertig. Gucken wir mal, geht das schneller? Jo, so stelle ich mir das vor. Sauber. Da wird doch ein Schuh draus. Das ist doch allerliebst. Ja, hat mal dezent ein bisschen Zeit gespart. Mit dem anderen Ding hätte ich viermal so lange gebraucht. Minimum. So, gucken wir nochmal. Kriegen wir den weg? Ups. Nur mal schauen, wie wir das machen. Wir bauen nachher einfach noch eine Treppe hoch. So, dass die hier jetzt reinkommen, ist assi. Mehr als assi. Finde ich hier unten vielleicht Bruchsand? Nee, das ist auch alles ganz normal. Da hinten, das könnte welcher sein. Nochmal rüberschwimmen. Grad ist noch relativ hell. Hast du Eier? Nein. Hm. Ja, wir sind mutig heute. Und schwimmen da einfach mal hin. Tollkühn ist, glaube ich, das richtige Wort. Dumm, aber mutig. Dann sind wir auch tatsächlich schon fast wieder beim Trader. Könnten unseren Lohn einfordern, aber nein. Mir ist tatsächlich erstmal wichtiger, dass wir diese scheiß Hütte fertig kriegen.
Na komm, mein Junge. Oh, Stromstellen. Und nicht zu knapp. Hä? Wo? Wer? Du. Na komm her. Tat jetzt nicht so gut, ne? Oh komm. Was bist denn jetzt so? So. Nummer uno. Wer hat hier noch Alarm gemacht? Wer will noch? Ach du! Schälst dich hier aus dem Wasser raus. Gibt's ja wohl nicht. So, die Frage ist, wo gibt's jetzt Bruchsand? Out of stamina. Yeah, what else? So, ich will das Blei haben. Das wird so oder so irgendwann ein Problem. So. Und ein Level-Up haben wir auch noch. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich hier buddel. Buddel mal, Macker. Kriege ich eine Menge, aber nicht das, was ich will. Nun ist Nacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das rötlich? Das könnte rötlich sein. Aber auch nicht so richtig. Ich glaube, ich sollte in mein Häuschen gehen. Sicher ist sicher. Oder ich bleibe einfach am See schwimmen. Da dürfte wohl auch nichts passieren. Oder hier. Einfach aufs Hausboot. Hausboot, ja. Boah, ich glaube, ich clear das und bleib einfach die erste Blutnacht da. Ich meine, viel sicher geht's nun wirklich nicht, oder? Das ist ja die Idee. Also klar, schwimmen wäre auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, hier würden die auch nicht hochkommen. Aber hier hinten kommt doch keiner von denen ran, ey. Da können wir das schön aussitzen. Okay. Ist wieder etwas später geworden. Die Sonne senkt sich. Wir klären das hier erstmal. Ja, wenn das bei uns im Häuschen scheiße läuft, dann können wir immer noch. Nummer 1. Eine gute Idee. Nachts Häuser clearen. Oh, shit. Ich komme auch immer auf diese dämliche Taste. Hopp. Na, kommt ihr mit der her? Das wäre so witzig. Ach komm, ja, ihr seid so dumm. Ihr Vollidioten, ey. Und nun? Jetzt kloppt ihr den Steg zu klump, oder was? So dumm sei man erstmal. Naja, den einen schaffen wir jetzt aber ganz gemütlich. Und oh, der ist auch abgehauen. Na gut. Danke auch. Ich genieße dann die Aussicht. Ihr Vollidioten. Jetzt habe ich hier wenigstens meine Ruhe. Boah, hier kann man sogar mit dem Boot reinfahren. Die Frage ist, kann man ein Boot fahren? Oh. Das nehmen wir doch auch gerne. Ja, gut. Ist jetzt nicht der Oberhit, aber auch nicht scheiße. Autoteile, okay. Oh, geil. Fahrradchassis. Das müssen wir dann schon mal nicht selber bauen. Auch nett. So. Die Frage, wie fahre ich hier mit meinem, sind die noch dort? Mit einem Boot. Kann ich eins bauen? Und wenn nicht, warum nicht? So, was haben wir hier noch? Ja, nehmen wir erstmal alles mit. Ja, gut, die Feder hätten uns klemmen können, aber. So, offensichtlich ist heute auf jeden Fall noch nicht Blutnacht. Also, ich glaube, sonst wäre hier schon ein bisschen mehr Action. Was wiederum hieße, dass wir eigentlich nochmal in die Wüste könnten.
Aber dann müssen wir in die Wüste rennen. Und dann nochmal zurück, um das Glas einzuschmelzen. Okay, das ist auf jeden Fall nicht rot. Das heißt, wir gucken gleich nochmal, dass wir hier definitiv noch in die Wüste kommen. Ich will da Glas drin haben, sonst fühle ich mich unwohl. Aber erst kommt da oben Baum ran. Zack, zack, zack. Und wir bauen hier noch ein paar Kisten, damit wir die schon mal abstellen können. Das sieht ja mal richtig doof aus. Deswegen zack, 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 zack. Und das kloppen wir hier noch weg. So. Dann kloppen wir noch eins weg. Bisschen nach was aussehen soll das schon, ne? Ist ja sonst auch affig. Ja, so ist okay. Damit kann ich leben. Auf der anderen Seite machen wir es nachher auch noch. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Kiste. Oh, Lagerkiste gibt's richtig. Ja, aber die ist ja irre hässlich. Dann will ich lieber eine Truhe. Machen wir gleich zwei, wenn wir schon bei sind. Entschuldigung. Bla. So. Die stellen wir erstmal. Bla. Das ist ja eklig. Machen wir erstmal hier hin. Und wir schmeißen erstmal alles weg, was wir hier so haben. Wie mich diese Musik auch irgendwie hart foppen will. Und ich nur denke, ja, ihr mich auch. Den können wir eigentlich gleich mal essen. Das ist schon mal weg. So. Und dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück im Süden. Da ist ja eh erstmal Schnee. Ist doch naheliegend, dass da das Gegenteil von Schnee ist. Dann holen wir uns Sand. So. Ich glaube, wir schwimmen auch erstmal hier rüber. Oder? Nee, mit der Brücke sind wir, glaube ich, schneller. Auf geht's. So, wir sind auch schon fast bei der halben Stunde, aber die letzte Folge war ja ein bisschen kürzer. Machen wir die doch heute einfach ein bisschen länger. Zack, war übrigens kürzer, weil Familie nach Hause gekommen ist. Ja, das mit der Blutnacht war ein bisschen Vorwand, aber nimmt mir wahrscheinlich erstmal keiner übel. Wer auch, guckt da keiner zu. So, also, so unterwegs versuchen wir ein paar Eier zu finden. Die brauchen wir nämlich tatsächlich, denn wir haben einen Haufen Fleisch, aber keine Eier. So, der kriegt gleich aufs Maul. Oh, das sollten wir auspacken. Rabimmel. Ich glaube, mittlerweile kann ich auch schon wieder fett upgraden. Ja, fünf Stück. Perception, nehmen wir den. Oder nehmen wir Stärke. Ich glaube, ich nehme Stärke und tatsächlich Skullcrusher. Und jetzt dürfte fast jeder Schlag letal sein. Zumindest wenn er den Kopf trifft. Das dürfte den Schaden ordentlich nach oben gehämmert haben. 20% mehr Schaden und mehr Headshot-Schaden. Wir probieren das bei dem hier gleich mal aus. Hey, Gott, komm her. Ja. Okay, auf jeden Fall reicht es nicht für die Großen. Nö. Komm mal klar. Ich glaube, ich muss noch mal eine andere Feuerwehr-Axt bauen. Oh, ist wieder etwas flatter. Aber bei der klappt das. Da lang. Weil die ja noch Level 4 ist, sehe ich gerade. Wir könnten also noch ein bisschen mehr Schaden rausholen. Ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig. Wir wollen erstmal nur Sand.
Moin Mäuschen. Oh. Es ist doch Blutnacht. Fuck. Oder? Oh ne, das war glaube ich nur die Ankündigung, dass jetzt die Blutnacht kommt. Huh. Ich wollte mir schon ein bisschen einscheißen. Naja, nochmal Glück gehabt. Okay, also Wüste. Schnell viel Wüste finden. So, wir gucken mal. Was gibt's hier? Ganz normal. Gute Erde. Da sucht man einmal nur dreckigen Scheißsand. Und was kriegt man? Nix. Nix. Einfach nix. Zack. So. Ich hoffe, da hinten ist wirklich Wüste. Hätte zwei Vorteile. Hätte hoffentlich Kies und Aloe Vera. Ja, ich habe ein Problem mit Falten, man wird nicht jünger. Halt's Maul! Nee, aber dann können wir tatsächlich Heilverbände machen und das wäre ja schon cool. Wo sind die eigentlich? Die habe ich natürlich da gelassen. Clever wie ich bin. Ne, das heißt, der nächste Blutungsschaden ist wahrscheinlich tödlich. So, ein bisschen Stamina erholen. Damit der hier gleich ordentlich aufs Maul kriegt. Und schwupp. Oh, Loot. Oh. Eisenhelm, geil. Militärweste, geil. Oh, wie gut ist das? Ich glaube. Was bringt er? Resistance. Ja. Und die, glaube ich, ziehen wir auch gleich an. Dann sind wir immer noch relativ flott unterwegs. Oh, da kommt dieses ätzende, verseuchte Pissbiom. Das gefällt mir ja gar nicht. Das finde ich ja äußerst scheiße. Oh. Oh. Der hält aber aus. Alter. Was geht denn mit dem, ey? Das waren ordentlich ein paar Schläge. So, da will ich eigentlich gar nicht so unbedingt rein. Jojo, bleib mal locker. Also ich weiß nicht, ob es an der Region oder an der Nacht liegt, dass ich hier schadenmäßig gerade echt abfacke. So, da kreist der Geier auch schon. Ich glaube, die paar Schuss gönne ich mir gerade mal. Wo ist er? Bevor der mir in den Rücken fällt. Zack. Ups. Das war dumm. Der ist hin. Ich hätte vielleicht nicht die ganze Munition zurücklassen sollen. Das war nicht die cleverste Idee von mir. Alter, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Das ist gar nicht mal so gut. Verseuchtes Biom. Ja, kacke. Ich glaube, wir gehen in die andere Richtung. Hoffen da auf Besserung. Weil da lang sehen wir ja, da ist es eine ganze Weile nichts. Also nichts, was irgendwie auf Hoffnung oder nach Hoffnung aussieht. Also ich muss tatsächlich sagen, die Mucke ist cooler geworden. Auch gerade dieses Düm, Düm, Düm ist ja schon irgendwie creepy. Ja gut, können wir mitnehmen. Wenn wir schon mal unterwegs sind, können wir auch gucken, ob wir noch mal irgendwie was Cooles finden. Ja, die Schaufel nehmen wir, die kann man auf jeden Fall auseinandernehmen.
Irgendeine Langwaffe wäre nochmal cool. Also eine richtige Langwaffe. Nicht nur so eine Shotgun. Die sind auch cool, aber eben auf Reichweite ist da nicht mehr viel anzufangen. Ah, perfekt. Zack, gleich rein da. Könnten wir die auch auseinandernehmen? Oh, ich glaube, ich habe mir hiermit keinen Gefallen getan. Zack. So. Ich hätte mir das klemmen sollen. Zumindest nachts. Einfach nicht die geilste Idee. Das alles nur, weil ich ein bisschen scheiß Kies haben will. Was kriegt der, wenn ich hier buddel? Steine. Ja, gut. Mit Stein kann ich jetzt aber auch nicht so viel anfangen. Ich will da einfach nicht hin, da liegen Minen und so ein Scheiß. Das ist doch Kacke. Hier ist Biomgrenze. Hierbuddel. Wieder Steine. Steine habe ich jetzt gerade aber genug. Mehr Steine. Kies, ihr Penner. Ich will Kies. Und ich will nicht dahin. Obwohl, das ist, glaube ich, ein Händler, oder? Es könnte tatsächlich ein Händler sein. But I don't care. Ich will da nicht hin. Ich will Wüste. Oh, ist noch einer zum aufs Maul hauen. Komm, Minion. Der war gut. Wollte einen lauten machen. Oh, dann gab's aufs Maul. Tricksparte, ey. So. Wie komme ich jetzt am schnellsten in die Wüste? Ich könnte mir einen von den Bergen daraus picken. Und mal ein bisschen Überblick gewinnen. Aber ich glaube, damit komme ich auch nicht sehr weit. Ich hau jetzt mal die Penner da um. Dann bin ich auf viel bessere Laune. Wenn ich bessere Laune bin, kletter ich vielleicht auch nochmal gerne. Jo, meins. Nummer 2. Ich weiß gar nicht, bringt das mehr Schaden, wenn man im Sprint angreift? Ich meine, wäre nur logisch. Mehr Schwung und so. Ups, also bei dem hat das gut geklappt. So, krebsen wir doch mal dahin. So, ich habe auch lange kein Tier mehr gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich das hier in der Nähe finde. So, schon mal ein bisschen höher. Ja. Na, hier wäre ich ja lange langlaufen können. Was kriege ich, wenn ich das abbaue? Nur Steine. Und hier? Bruchsand. Geilo. So stelle ich mir das vor. Wenn ich die Schaufel nehme? Auch. Aber tatsächlich bringt die Schaufel weniger. Also geht's damit weiter. Ja, cool. Haben wir doch noch was wir wollen. Die Frage ist, wie viel brauchen wir jetzt? Also auf jeden Fall sollten wir gleich einen ordentlichen Schwung mitnehmen. Hä? Was? Was quietscht hier so? Warum macht es die Geräusche? Spooky! Ich gehe noch drauf, ich sehe das schon wieder kommen. Das ist alles nur, weil ich mein Haus schön hübsch haben will. Vielleicht hätte ich auch lieber gucken sollen, dass ich irgendwie Eisen kriege oder so. Und noch so ein paar Panzersperren oder was auch immer das sein soll, dahin baue. Aber gut. Man kann ja Eis haben, ne? Jetzt bin ich auch ein ganzes Ende echt umsonst gelaufen. Ich hätte das auch schon da hinten abbauen können. Aber naja. Haben wir wieder was gelernt. Hier gibt es vor allem Steine und Sand.
Also tatsächlich habe ich in meinem anderen Spielstand offline, wenn ich tief genug gebuddelt habe, auch recht schnell Bruchsand gefunden gehabt. Ich wundere mich, warum das vorher nicht der Fall war. Finde ich ein bisschen schade. Alter, es sind trotzdem sehr seltsame Geräusche. Jetzt wird sich hier irgendwas irgendwo rausgraben. Vor allem hacke ich hier ja ewig rum, bis ich so ein bisschen Sand habe. Da brauche ich ja schon eine ganze Menge. Und ich bin jetzt gerade mal bei 200. Und meine Hacke hat schon ordentlich gelitten. Oh, aber ein Level habe ich. Sehr schön. Was das angeht, lohnen sich diese Ausflüge ja mal ein bisschen, ne? Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man diese Werkbänke und so nicht einfach wieder abbauen kann. So muss ich jetzt gleich alles in der neuen Basis dann nochmal neu craften. Das ist auch dezent ärgerlich. Alter, was war das denn? Warum klingt das hier nach Kindergeschrei? Ja, übrigens war die Fläche fürs Haus ebnen ungefähr genauso spannend wie das hier. Nur, dass die Schaufel gefühlt noch länger braucht. Um zuzuhauen. Das ging mir richtig auf den Sack. Hab ein bisschen geflucht. So, ich glaube, wenn ich 500 habe, hau ich ab. Hab ich auch keinen Bock mehr. Ich meine, das ist ja Hölle monoton. Bum, bum, bum. Außerdem haben wir gar nicht so viel Zeit. Das Scheiß muss ja auch noch einköcheln da. In unserer Schmiede. Und dann muss ich auch noch Glas fertigen. Und dann muss ich das auch noch setzen. Prock. Ach ja. Meine Fresse. Oh, das klingt anders. Was kriege ich hier? Na? Oh, auch Sand. Ich glaube, hier kann ich mit der Schaufel ran. Vielleicht geht das ein bisschen schneller. Oh. Versuche das mal. Was gibt's da? Lehmige Erde. Am Arsch, ey. Ist auch alles ein bisschen affig manchmal. Aber gut. Haben wir jetzt 444. Na gut, noch 56. Zack, zack, zack. So. So, die hätten wir zusammen. Zur Feier des Tages haben wir jetzt noch einen Zombie um. Ups. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend. Ich bringe den Scheiß nach Hause. Und beim nächsten Mal treffen wir uns dann bei der Glashütte. Bis dahin, euer Ragnar Bertonsson.